Wie ein Meer aus Farben und Bewegungen schimmert der Kuppelsaal, wenn 260 Gymnastinnen bei den Berlin Team Masters des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes ihre Darbietung zeigen. Jede Bewegung ist wie ein Pinselstrich auf der Leinwand der Luft und jedes Lächeln ist ein strahlender Stern am Himmel der Emotionen. Die Atmosphäre war großartig, die Ränge waren zum Teil wirklich sehr, sehr voll. Wir haben eine tolle Kulisse gehabt und einen tollen Wettkampf und ja, super Übungen gesehen. 8 Mannschaften, 4 Handgeräte und eine beeindruckende Vielseitigkeit. Die Bühne ist gesetzt für den finalen Kampf der Berlin Team Masters. Unter den teilnehmenden Mannschaften befinden sich der erste VfL Fortuna Marzahn und der Bundesstützpunkt Berlin, welcher Nele Arndt ins Rennen schickt. Gerade für die Berlinerin ist der Kuppelsaal ein sehr spezieller Ort. Außerdem trainieren wir ja täglich in dieser Halle und dann hier auch mal wirklich einen internationalen Wettkampf stattfinden lassen zu können, ist für uns auch schon eine Ehre. Und auch Eleni Gagas-Obiol wird diesen Tag nicht so schnell vergessen. Für mich waren die Berlin Team Masters etwas ganz Besonderes, weil ich habe letztes Jahr eher beim Diadem Cup mitgemacht und dieses Jahr konnte ich auch beim Team mitmachen und das finde ich sehr schön. Ein Hauch von Magie liegt in der Luft, wenn die RSG-Nationalmannschaft die Bühne betritt und das Publikum mit ihrer atemberaubenden Performance verzaubert. Für die Berlinerin Anja Kosan ist dieser Moment von besonderer Bedeutung, da er sie an die bevorstehenden Olympischen Spiele in Paris erinnert, wo sie mit einer herausragenden Gruppe von Gymnastinnen Deutschland würdig vertreten wird. Mir ist die Vorfreude riesig. Ich freue mich richtig, weil es ist so ein großes Event und das erlebt man, glaube ich, nur einmal im Leben oder vielleicht 2 oder 3 Mal, aber jetzt nicht so oft. Groß ist auch die Freude beim TSV Bayer 04 Leverkusen. Sie sichern sich den begehrten Titel vor dem Bundesstützpunkt Berlin und dem DTB-Turnzentrum Ludwigshafen-Oppau. Doch unabhängig von den Platzierungen fand im Kuppelsaal eine Feier des Sports und der Verbundenheit statt.